indem man versucht, so auszusehen, wie er aussah, wie Abu Umi sallallahu alaihi wasallam. Sahaba radhiyallahu alaihim, manche von ihnen haben seine Schritte gefolgt. Seine Schritte gefolgt. Sie haben sich um den Rest seines Wudu geschlagen. Den Rest seines Wudus. Selbst wenn er gespuckt hatte, haben sie das genommen. Das geht, das ist in Grenzen. Das ist in Ordnung. Ja? Aber jetzt, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, haben wir ihn zu lieben und zu respektieren und zu ehren, indem wir das machen, was er getan hat. Indem wir das befolgen, zu das, was er aufgerufen hat, bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Damit ihr an Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt und damit ihr tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu, Ibn Abbas radiyallahu anhu sagt, tu'azzimuhu, ihn ehren. Tuwaqqiruhu heißt respektieren. Sinngemäß übersetzt. Ich finde sowieso, dass man diese beiden Wörter nicht eins zu eins übersetzen kann. Und vor allem das Wort Ta'zim. Was beinhaltet das Bezeugen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam der Prophet ist? Das beinhaltet, dass man ihm gehorcht in seinen Befehlen. Und dass man daran glaubt, an das, was er sagt, und dass man davon fernbleibt, von dem, was er befohlen hat, fern zu bleiben. Und dass man Allah subhanahu wa ta'ala nur anbetet, so wie es Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uns vorgemacht hat. Und dass man seine Aussagen und seine Befehle immer an vorderster Stelle hat und nichts darüber nimmt. Das ist was, Bekenntnis, La ilaha illa, Bekenntnis Muhammad Rasulullah mit sich trägt an Pflichten. Khalas. Jetzt haben wir das Glaubensbekenntnis, Alhamdulillah, durchgenommen und gelernt. Ja, ist soweit auch alles klar, was im Zusammenhang ist mit La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage, die mit diesem Thema Tawhid verbunden ist. Das ist der nächste Kapitel. Diese Frage besagt, Ayn Allah? Wo ist Allah? Und die Antwort geben wir nicht aus dem Kopf heraus oder aus der Lust heraus, sondern wie ich schon ganz am Anfang an, von Anfang an gesagt habe, wo entnehmen wir unsere Aqidah her? Von wo entnehmen wir unsere Aqidah? Im Koran und Sunnah. Das sind die einzigen Quellen, von denen wir unsere Aqidah entnehmen. So, die Frage jetzt, Ayn Allah? Wir haben gesagt, dass wir Allah kennenlernen müssen. Und dass wir alles über Allah subhanahu wa ta'ala wissen müssen, damit wir ihn richtig lieben und damit wir ihn dann richtig dienen. Na, jetzt, Ayn Allah? Die Antwort, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Thumma stawa ala al-Arshi. الاستواء ist bekannt. Allah subhanahu wa ta'ala ist auf seinem Thron. Wie Allahu a'lam. Wie Allahu a'lam. Das wurde uns nicht erklärt. Darüber gibt es keinen Beweis, nicht im Koran und nicht in Sunna. Wie? Aber wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf seinem Thron ist. Über seinem Thron ist. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Naam.
ثم استوى على العرش. Und darüber, damit diese Kollegen keine, damit die nicht ihren Spaß haben und ihren Spaß finden, im Deutschen gibt es kein Wort von Istiwa. Nein. Und in verschiedenen Ayat im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر. Was bedeutet القاهر? Der Allbezwingende. نعم. وهو القاهر أي بزwingend. نعم. فوق über seinen Diener. فوق عباده. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Über die Engel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يخافون ربهم. Sie haben Angst vor ihrem Herrn, der über sie ist. Und sie tun das, was ihnen befohlen wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Zu ihm steigt das Gute oder die guten Reden. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Und die guten Taten werden zu ihm hochgetragen oder hochgebracht. Und الحديث الصحيح wo رسول الله صلى الله عليه وسلم bei einem Sahabi war und er eine Arbeiterin hatte, eine Jariya, eine Dienerin hatte, die für ihn arbeitete. Und dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani der Hadith ist ein bisschen lang, ich fasse es kurz da und nehme den Beweis nur hier raus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte diese Jariya, diese Dienerin. Er sagte, Ein Allah. Ein Allah. Wo ist Allah? Sie antwortete, Fis Sama, im Himmel. Dann sagte er, Wa man ana? Wer bin ich? Dann sagte sie, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu dem Sahabi, A'tiqha fa innaha mu'mina. Lass sie frei fi sabilillah, denn sie ist eine Gläubige. فَإِنَّهَا مُؤْمِنًا. Und auch den Hadith, den wir gerade genommen haben, wo Rasulullah s.a.w. sagt, أَلَا تَأْمَنُونَنِي. Vertraut ihr mir nicht? Und ich bin der Frau, Vertraute des Himmels. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel über seinen Thron subhanahu wa ta'ala ist. Und ich habe euch schon mehrmals gesagt, als Grundregel, عقيدة von أهل السنة والجماعة الأسماء والصفات die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala wir nehmen sie so wie sie sind ohne التأويل ohne التعطيل ohne التكييف und ohne التمثيل ohne sie zu erklären oder sie zu vergleichen oder sie ganz wegzulassen. نعم. Wir nehmen so. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الرحمن على العرش استوى. خلاص. Allah ist über seinen Thron. Fertig. Sitzen, nicht sitzen, wie? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Deswegen sagt Imam Malik, الكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء ist, wir sind uns sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist. Wie? الله أعلم. الله سبحانه وتعالى دي نام und Eigenschaften, die hat, die sich gibt im Koran oder die sein Prophet صلى الله عليه وسلم uns von seinem Prophet صلى الله عليه وسلم uns authentisch überliefert wurden, so wie sie sind. So wie sie sind. Und Allah سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nichts ähnelt ihm, سبحانه وتعالى.
Nichts ähnelt ihm. Deswegen, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich, dass